Ja, hey Leute, willkommen zurück zum, ja, Let's Play, würde ich mal sagen. So. Oh. Hab nicht gerade viel Leben. Hier ist Lava, die will ich nicht so gerne. Das ist fies, weil im Nether die Lava ja, die breitet sich hier viel weiter aus. So, das war eine Effizienz. Okay. Überschaubar. Oh, Telefon. Ach du Scheiße, bist. So, bin wieder da. Wie ich solche unnötigen Telefonate hasse. Ist deine Mama da? Frag's halt selber. Ja, mein aktuelles Ziel. Gut, die habe ich. Nether Wards brauche ich, genau. Scheißgeist. Jetzt muss ich natürlich noch viel weiter in die Festung rein, damit ich überhaupt mal zu den Nether Wards hinkomme. Fackeln habe ich dabei, sehr gut. Essen sollte ich. Okay, ich glaube, ich gehe erstmal zurück, weil Essen ist doch nicht ganz unwichtig. Nehme ich mal an. Habe ich gehört. So. Ich könnte natürlich die Zombie-Pigments töten, aber naja, nicht gerade das Beste. Kenne ich das? Schauen wir gleich mal, ob ich es kenne. Scheint auf jeden Fall, dass ich hier raufkommen will. Über Themen, die ich sprechen könnte. Ich hatte mich gefragt, was ich mir zum Beispiel von Minecraft noch. Ja, was ich mir da noch zusätzlich wünschen würde oder was ich mir zusätzlich erwarte, ist wirklich schwer zu sagen. Ich bin eigentlich jetzt, also so wie es jetzt ist, relativ zufrieden. Aber was wirklich verbessert gehört, sind zum Beispiel Sachen wie zum Beispiel das Enchanten. Weil hier sind die Viecher, die mich töten. Der ist gerade gespawnt, dieses Scheißviech. Oh fuck, und hier sind die ganzen anderen. Klau ich mir doch gleich mal. Ja, ist wirklich schwer zu sagen, weil es fällt einem wirklich schwer ein, aber sobald man es hat, möchte man es nie wieder vermissen. Wie zum Beispiel laufen konnte ich mir ganz am Anfang. Naja. Ich hab's mir nicht wirklich gewünscht, weil ich es halt noch nicht kannte. Und jetzt möchte ich im Prinzip nicht mehr ohne spielen. Genauso, ich habe neulich den Trailer zu dem Minecraft Xbox 360 Version gesehen. Und das sind anscheinend die Minecarts und Boote viel, viel schneller. Tja, was wünsche ich mir jetzt? Dass Minecarts und Boote einfach viel schneller gehen, weil. Ganz ehrlich, man kann ja schon fast in der gleichen Geschwindigkeit laufen. Das habe ich Dinnerbone per Twitter geschrieben. Bin mal gespannt, ob er das ganze. Dinnerbone ist übrigens einer von dem Bucket-Team, die jetzt auch in der Server-Version alles rumbasteln. Oder beziehungsweise mithelfen. Bin mal gespannt, ob das realisiert wird, weil es wäre echt wünschenswert. Vor allem mit dem Speed Potion, Speed 1 oder Speed 2 ist man halt wirklich auf jeden Fall schneller. Laufen, vielleicht sind Boote und das andere ein bisschen schneller, aber allgemein mit Speed Potion, dann ist man auf jeden Fall schneller. So, jetzt brauche ich aber Nether Wart. Ich glaube, hier geht's runter. Ist doch ideal. Geht nicht runter. Jetzt schaue ich trotzdem hin. Ich wünschte, ich hätte das Essen zum Laufen. Aber ich kann ja. Genau, ich kann Items wegwerfen. Nee, wenn ich schräg gehe, bin ich, glaube ich, ein bisschen schneller. Schau mal auf die Handbewegungen. Naja, nicht wirklich. Aber angeblich soll man schneller sein. Angeblich. Oh, puh. Oh Mann. Ja, aber wie gesagt, ist es einfach schwierig zu sagen, was man sich noch wünschen kann. Ich persönlich wünsche mir vielleicht das schnellere Fahren, aber
auf Anhieb. Jetzt ohne irgendwas davon zu kennen, würde mir eigentlich nichts einfallen. Aber sobald man es hat, möchte man es halt im Prinzip nie wieder vermissen. Was ich sonst noch sprechen könnte, vielleicht, na, könnt ihr wahrscheinlich nicht, den iTouch-Tester. Apple, YouTuber halt. Sein Freund mit dem, die machen auch Let's Plays, der iMaxvS auf Twitter heißt er. Also so heißt er auf Twitter. Und noch ein Freund von mir, wir machen in 40 Minuten eine Ultra Hardcore, ja, Serie, würde ich es mal, ja, einfach Ultra Hardcore Minecraft spielen. Ah, hier könnten Netherwards. Scheiße. Ja, wir spielen da einfach Ultra Hardcore. Schau mal, wie es läuft. Wir spielen es vorerst halt nur zu viert auf einer Map, die 1000 mal 1000 groß ist. Also, es könnte eventuell ziemlich lang dauern, aber eventuell auch schon ziemlich kurz. Stellt sich heraus. So. Glühstein. Lowstone. Flop, flop, flop. Dich mag ich nicht. Hey, ich habe ja einen Bogen dabei. War ich aber schlau. Ja, sehr, sehr schlau. Da drüben könnte es welche geben. So. Ich habe in Zukunft auch vor, einen Blaze-Spawner aus XP zu farmen zu machen. Wie weit könnten die schießen? Boah, ich dachte schon. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Ganz kurz, tut mir leid. Wurde wegen der Hardcore-Runde angeschrieben, soweit ich es lesen kann. Ne. Alles klar. Hier war ich anscheinend schon mal. Ja, stimmt, hier bin ich fast verreckt. Anschließend bin ich ja dann verreckt. So. Wo könnte hier was Wichtiges? Ah, da drüben. Hier geht es meistens runter. Und da gibt es meistens Netherwards. Für Leute, die sich. Geht's hier runter? Nee. Für Leute, die sich nicht mit den Potions auskennen, die Netherwards, die sind im Prinzip so ein Grundzutat. Die braucht man im Prinzip immer. Ja. Jetzt verhungere ich gleich. Super. Okay, ich gehe jetzt zurück, bevor ich jetzt hier alle meine Herzen verliere und verrecke. Ist mir nicht so schön. Ich versuche mir den Weg auszufackeln. So, hier. Jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. Jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich gerade geredet habe. Schlimm ist es. Feste Blöcke. Genau, hier geht's. Ah, gut. Am besten für so eine Blaze XP Farm ist, wenn man zwei solche Spawner direkt nebeneinander hat. Ist zwar sehr selten, aber es gibt's und dann ist sie halt richtig effizient, so eine XP Farmen. Ansonsten. Ich wurde auch noch gefragt, was ich allgemein von Eltern oder sowas halte. Naja, was soll man daraus sagen? Ich denke, jeder wird das Gefühl haben, von seinen Eltern einfach nur furchtbar genervt zu sein. Ich auch, wer hätte das gedacht? Meine Mutter kotzt mich
Ach, ich fange lieber nicht mit persönlichen Meinungen an. Naja. Ach so, wenn man auf einfach hat, dann verhungert man nur bis zum, also sich Hälfte oder sowas. Gut. Ich gehe jetzt trotzdem zurück, weil ich unbedingt einfach. Ich sitze schon, ich bin schon verhungert, ich brauche Essen. In Real Life übrigens langsam auch. So. Geht's hier lang, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Über was ich auch noch reden könnte. Darauf hat mich Etho gebracht, dieser geniale YouTuber. Und zwar, ich bekomme sehr, wirklich sehr, sehr oft solche Nachrichten oder ja, einfach YouTube-Nachrichten, wo drin steht, ey, darf ich bei eurem Let's Play, darf ich bei deinem Let's Play mitmachen? Darf ich, oder darf ich dir mein neues Let's Play vorstellen? Ich wäre nett, wenn du mal vorbeischauen würdest und sowas. Ist ganz okay, wenn man sowas vielleicht einmal pro Woche bekommt. Aber ich bekomme davon vielleicht 3, 4 Stück pro Tag. Und die wahrscheinlich von den Zuschauern, wo erst die Folge sehen. Die werden sie ja wahrscheinlich mir nicht unbedingt schicken. Aber einfach sowas nervt einfach. Solche Nachrichten. Leute, die nicht damit das eine Let's Play anschauen und dann behaupten oder wollen, dass man deren Let's Play anschaut. Und dann vor allem noch pro Tag für 4 verschiedene YouTuber und sowas. So. Gut, Bücherregale sind noch da. Wunderbar. Habe ich irgendwas zum Enchanten? Ich habe jetzt eine Idee, was ich machen könnte. Das wird allerdings, muss ich mich ganz kurz, ja, muss nachschauen, wie es geht. Und ja, ich pausiere jetzt einfach mal schnell die Aufnahme und schaue, wie es geht. Und dann bauen wir es gemeinsam. Beziehungsweise ich und ihr schaut zu. Bis gleich. So Leute, bin wieder da. Ich habe das Video teilweise angeschaut. Aber da ich das nie aus dem Gedächtnis hinbringen werde, werde ich das jetzt einfach, ja. Ich werde es einfach bauen und im Nachhinein erkläre ich euch dann, wie es geht, wenn ich es verstehe. Das heißt, ich mache hier mal, hier ungefähr baue ich es dann hin. Ich säubere hier mal diese Gegend, damit ich ein bisschen Platz habe. Ich weiß nicht ganz genau, wie groß das Ganze wird. Ich kann schon mal so viel sagen. Es funktioniert, wenn ich mit Redstone auskönnte, kennt ihr wahrscheinlich den Begriff mit dem Buzzword Switch. Und ja, ich probiere es einfach mal hier und wir sehen es dann hoffentlich gleich wieder. Ciao. So, jetzt bin ich glaube ich fertig. Soweit ich gesehen habe in dem Video. Stelle ich euch natürlich in die Beschreibung, beziehungsweise ich hoffe, dass ich jetzt nicht vergesse. Ganz kurz gesagt, es ist so ein Buzzwitch, nennt man das. So ist es aufgebaut, ist relativ einfach. Ist ein bisschen schwer, wenn ich es euch jetzt erkläre, weil ich bin nicht so der Redstone-Erklärprofi. Also schaut am besten das Video an, damit ihr, also wenn ihr es auch haben wollt, das Ganze, warte, ich hole mir schnell das Zeug dafür. Müsste ich jetzt Seeds brauchen und Bauernmehl. Seeds habe ich hier, wunderbar. Lege ich mal weg, 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 weg. Ja. Und Bauernmehl brauche ich dazu. Joink. Flop, 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 flop. Was ist gerade nochmal jetzt klickt? Verrückt. Also, so. Den kommt das hier rein. Das hier rein. Brauche ich Bone Meal. Kommt hier rein. So, ich fülle mir das Ganze voll, dass ich nur 2 Slots im Prinzip frei habe. Also die beiden hier. Dann brauche ich ein Seed.
Und dann müsste es gehen. Oh, ich muss ja noch. Stimmt. Ich brauche eine Hoe. Habe ich eine Hoe? Ho, ho, ho. Ja, ich habe eine Hoe. Ich muss. Moment mal. Muss ich wahrscheinlich so machen. Hoffe ich. So. Passt. Du passt nicht. So, jetzt müsste es gehen. Wunderbar. Ganz kurz erklärt, ich habe Seed in meiner Hand, klick's drauf, bekomme Bone Meal dadurch, klick's an und es wird groß gewachsen und geerntet. Jetzt fahrt ein Feuerwehrauto vorbei. So, das kann ich mir hinstellen, Rechtsklick gedrückt halten und schon habe ich eine Wheat Farm. Ist relativ simpel, sehr geil. So farme ich ungefähr 60 bis 70 Wheat pro Minute. Dann kann ich einfach hingehen. So. Bomben habe ich noch genug. Und ich habe Weizen. Und was zum Essen. Yay. Also, relativ simple Farm. Schau auf jeden Fall mal bei dem Typen vorbei, den ich in die Videobeschreibung gestellt habe, hoffentlich. So. Endlich mal was essen. Wahnsinn. Unfassbar. Ja, mein Inventar ist ziemlich voll wieder. Die Skelette, die droppen da und Bögen, das ist ein bisschen unpraktisch. Pfeile kann ich ein bisschen weglegen. Das da, das da, das da, das da und das da. Die brauche ich mal nicht. Brauche ich nicht, brauche ich nicht. So. Genau, ich wollte dann gleich noch in die Festung rein. Ich schaue mir ganz kurz, wie lange das ich aufgenommen habe und bis gleich. So, 17 Minuten ist noch alles human. Ja. Ich kann mal schauen. Ja, ich fahre jetzt am besten ein bisschen mehr Weizen. Wieso nicht? Ich habe ja Zeit dazu. Wunderbar. Also ich finde das einfach praktisch und geil und. Was noch alles? Kann man sich einfach hinstellen, Rechtsklick gedrückt halten und schon wird für einen Weed gefarmt. Geht auf jeden Fall schneller als eine normale Weed Farm. Ich find's geil. Noch mal ganz langsam. Jetzt ist zu viel da. Bone Meal haben wir denn eh unendlich zur Verfügung durch unseren Scat Spawner hier. Und gleichzeitig XP Farm. Und ja. Ich finde es einfach praktisch. Das wird langsam genügen. Ja, habe ich ganz gut Weizen. Also ich liebe diese Brotfarm-Maschine. Da unten hört sich ziemlich wild an. Oh shit. Oh shit. Um die 5. Holy shit, schaut euch das mal an. Um die 75. Geil. Ah, jetzt töten sie sich gegenseitig. Ich glaube, ich brauche da gleich mal schnell ein neues Schwert. So. Das ist schön XP.
Mein Schwert geht doch relativ schnell kaputt. Ja, bisschen unpraktisch. Schwert Aspekt, ja. Ich könnte die Mobs natürlich so machen, dass sie vorher irgendwo runterfallen. Das wäre natürlich viel einfacher. So, kaputt. Dabei habe ich keins. Ne. Mache ich mir schnell eins. So. Hier habe ich es reingelegt, das Eisen, genau. Ich möchte nur nicht zu weit weggehen, weil sonst können die Skelette können, die können dann despawnen. Ist ein bisschen doof. So. Und ich würde sagen, bevor die 1.3 oder was kommt, machen wir uns noch einige Bücherregale, beziehungsweise Bücher, weil in Zukunft brauchen Bücher dann Leder zum Herstellen. Das ist ein bisschen. Ja. Ich habe nicht wirklich Kühe hier, von daher. Es wäre zwar endlich mal ein sinnvoller Zweck für Leder, weil wer macht sich so eine Lederrüstung? Von daher, ja. So. Hier. Wunderbar. So. 15 XP, ist doch ganz nett. Hab wieder einiges Zeug bekommen. Also Pfeilen mangelt es uns bestimmt nicht, das ist klar. Essen haben wir jetzt auch unendlich im Prinzip. Flop, 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 flop. Wunderbar. Habe ich hier irgendeine ETC-Kiste? Steck eins, ja. Also ihr seht, Bögen habe ich genug. So. In Nether könnte ich jetzt mal wieder gehen. Ich kann hier mal das Zeug, das da. Schwert könnte ich mir ein neues machen. Das da. Schaufel brauche ich auch nicht. Was da immer bringt, bringt eh nichts. Gut. Ah, eigentlich hätte ich mir ein Dia-Schwert machen können, aber ist egal. Und ich würde sagen, ab in den Nether. Auf, dass wir Nether Wards finden. Hoffe ich. Hoffe ich sehr stark. So. Hier geht's lang. Ich muss mal ganz kurz was schreiben. Tut mir leid. So. Bin wieder verfügbar. Tut mir leid, jetzt was. Ich denke mal, es ist ziemlich langweilig für euch. Kaum einer wird es noch zuschauen. Wenn ihr zuschaut, hallo und danke. Aber ja, ist ein bisschen schwer, wirklich dauernd zu quatschen und dauernd die Leute bei Interesse zu halten. Ich hoffe, dass zumindest einige jetzt diese Weed Farm gesehen haben, weil die ist echt genial. Werde ich in Zukunft noch ein bisschen anpriesen und dann dürfen die Leute danach suchen nach der Folge, wo ich sie gebaut habe. Ha, bin ich böse. Einfach mal schnell ins Feuer springen. Bäh, ich könnte mir, genau, ich mache jetzt hier eine Treppe drauf, bevor ich hier immer wieder mit Gravel und Netherrack, Nether,
Netherrack? Ja. Hier glitsch ich immer. Wieso? So. Ja, ich merke schon, mir geht langsam der Redestoff aus. Von daher, ich werde gleich die Folge dann beenden. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich im nächsten Mal wieder. Habe ich im nächsten Mal gesagt? Oder beim? Ich hoffe nicht im. Im nächsten Mal. Genau, ist klar. So, wunderbar. Haben wir Treppe rauf. Und wir sehen uns dann im nächsten Mal. Ja. Ne, beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat jetzt gefallen. Ich hoffe, ich hat die Reform gefallen. Schau mal bei dem YouTuber vorbei, der die erfunden hat im Prinzip oder verbessert hat. Und ja. Wir sehen uns. Ciao, Leute.